erwischt werde, habe ich ein Problem. Ach nee, die sind schon... Die sind schon weg. Keine Sorge. Das warst du. Ein Böhmchen. So. Das wäre halt so verrückt, wenn solche Spiele realistisch wären und dann man, also wenn man dann für jedes Ästchen und Bäumchen, was man dann looten will oder einsammeln will, okay, dass man dann, keine Ahnung, sau lange braucht und das dann nicht einfach abreißen kann. Das wäre dann schon ein bisschen amüsant. Das sind ziemlich viele Athener, würde ich sagen. Also das wird auf jeden Fall eine Arbeit, die dann hier wegzubringen. Die Frage ist, werden die mich angreifen? Also die haben ja gerade ein bisschen Problem mit den Piraten. Und hier ist ein Wal. Besser nicht so weit raus. Wieso? Vorhin bist du auch so weit raus. Was ist los? Oder ist die See jetzt wieder stürmischer? Ja, offensichtlich. Letztes Mal war es nicht so problematisch. Beziehungsweise doch, der Wal hätte uns beinahe 30 Meter in die Höhe geschleudert hier. So. Warte, ich bring mal das Schiff zurück, das Boot. Ein bisschen zerfleddert, aber das war ich nicht. So, und da ist ein neues. Die spawnen ja hier. Das sehe ich erst jetzt, dass da Fische hängen. Ich glaube, das würde ein bisschen stinken. Gut. Und wer würde seine Fische da rumhängen lassen und weggehen? Ich glaube, damals... Wäre das anders gewesen. Oh, der Schmied. Hallöchen. Was hast du gesagt? Ja, 70 Damage mehr. Das fällt gar nicht schwer. Und 2200. Okay. Das ist doch mal akzeptabel. So, unser Bogen. Den wird man loben. Ja, 8000. Ugh. Aber dann schon... Alter, aber über 100 Schaden mehr. Für 8000, dann habe ich halt nichts mehr. Ja, egal. Mir kommt gerade... Ja, ich auch. Mir kommt gerade, dass wir ja auch Geld brauchen für unser Schiff. Also mache ich mal ein paar Quests. Ja, was denn? Bettlerin? Ich bin ganz... Ja, wobei... Ich komme später nochmal vorbei, wenn ich bis dahin noch lebe. Aber... sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe ja gespeichert. Ja, mach die Quest mit der Bettlerin. Ja, gleich. Auf jeden Fall. Aber ich will halt die jetzige Quest nicht unterbrechen. Das mache ich ja sonst immer. Cassandra, du bist heil zurückgekehrt. Und? Ist es getan? Hodakes Wachen müssen von jetzt an mit bloßen Händen und leeren Bäuchen kämpfen. Exzellent. Cool, ich kann den Wein geben. Ja, komm. Das habe ich auch gefunden. Du bist wahrlich eine gerissene Söldnerin. Wein aus Athen. Wenn alles erledigt ist, trinken wir ihn zusammen. Du überrascht mich. Und ich hätte dir fast ein Messer in den Hals geworfen. Niemand ist perfekt. Also, was wirst du tun, wenn Podarkes tot und die Rebellion gewonnen ist? Die traurige Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Solange ich mich zurückerinnere, war jeder einzelne Tag ein Kampf. Um zu leben, zu lachen, die Rache hat mich völlig verzehrt. Und was wird Cassandra tun, wenn alles vorbei ist?
etwas Zeit mit dir verbringen. Tobi, hör auf zu flirten und geh zur Bettlerin. Wieso, kann man mit dir auch flirten? Na, Spaß. Mein Schicksal erfüllen, es gibt doch immer was zu tun. Ja, machen wir die Nummer 2, also die 3. Flirten ist zwar cool, aber ich will halt nicht mit ihr ins Bett. Ah. Wir können es auch auf dem Schiff machen. Ja, egal, ich mach die 2. Solange es Krieg gibt, wird es immer Arbeit für mich geben. Du kämpfst mit so viel Leidenschaft. Ich vergesse immer, dass du nur wegen des Geldes hier bist. Wir sollten jetzt los. Was? Nein, bin ich gar nicht. Delos passiert ist, also doch, wird er aber sich nein. Rächen. Und die Delia sind die Ersten, die darunter leiden werden. Schere. Tja. Hätte ich doch lieber geflirtet. Gut. Wie, die Quest ist jetzt vorbei. Wo war die jetzt? Ah, hier, das da. Gut. Aber ja, bevor wir dahin gehen, ich dachte, das wäre eine Quest zusammen. Wir machen die Bettlerin. Oh, was soll das Geflüster? Wenn die Soldaten uns hören, bringen sie mich um. Du bist die Söldnerin, die für Kyra und die Rebellen arbeitet, ja? Ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Das geht dich nichts an. Ich arbeite nicht mit den Rebellen zusammen. Ja, komm. Allerdings. Ja, das bist du. Viele flüstern von deinen Taten, Söldnerin. Viel Geflüster und viele Geheimnisse über das Rebellenmädchen. Wenn du etwas weißt, dann spuck es aus. Sei doch nicht so unfreundlich. Wenn die Soldaten mich sehen, dann töten sie mich. Bei Apollon, sie haben es bereits versucht. Da ist ein Haus am Marktplatz, schon lange mit Brettern vernagelt. Schleiche dich hinein, dann reden wir. Seltsam. Ich sollte das Haus suchen und rausfinden, was die Bettlerin mir sagen will. Okay. Dann machen wir das mal. M wie Mord. Okay. Hallo Ziege. Bock. Das Haus ist vernagelt. Hier bin ich richtig. Okay. Soll ich auf? Nee. Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ah, wie cool. Oh, oh. Okay. Diese Frau wurde ermordet und würdelos im Freien liegen gelassen. Eine Athener Speerspitze steckt zwischen den Rippen. Woher weißt du, dass das Frauen sind? Ah. Wegen den Brustmuskeln. Nee, Brustknochen, Entschuldigung. Jetzt habe ich einen Witz von Family Guy gemacht und ihn verkackt. Hier ist eine Nachricht. Eine Warnung von Podarkes. Er hat die Frau bezahlt, damit sie schweigt. Aber worüber? Blutige Fußspuren von einem Kind. Es muss sich in der Truhe versteckt haben. In welcher Truhe? In der da? Schon, oder? Heute. Ach, in der. Ah, okay. Ah, da bist du ja. Zum verlassenen Haus am Wasser, wenn du wissen willst, für wen du wirklich arbeitest. Warte, was? Geh zum verlassenen Haus am Wasser, wenn du wissen willst, für wen du wirklich arbeitest. Geh zum verlassenen Haus am Wasser. Also, da bin ich ja jetzt eigentlich schon, ne? Hölzerne Puppen.
Eine Mutter mit Kind. In eine ist ein M eingeritzt, in die andere ein K. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Ich muss mit dieser komischen Frau sprechen. Ach so, ich bin zu früh raus. Entschuldigung! Und was hat die Söldnerin gefunden? Eine Leiche. Eine Frau. Getötet durch einen Athener Speer. Ist das alles? Dort lag auch ein Brief von Podarkes. Er drohte beide zu töten, wenn sie ihr Schweigen bricht. Beide. Warum ein Kind töten, außer... es war seins. Psst! Sie könnten zuhören. Nun sag mir leise, was du noch gefunden hast. Die Puppen. Sie tragen die Buchstaben K und M. M steht für Martha. Du hast gefragt, für wen ich arbeite. Die kleine Puppe mit dem K. Das Kind war Kyra. Ja, ja, und das heißt... Das heißt, Kyra hat gerne Puppen geschnitzt. Oh, Genius. Was passiert, wenn ich das mache? Oh Gott. Ganz ehrlich, ich muss es machen. Es ist einfach zu witzig. Kyra konnte schon früh mit dem Messer umgehen. Und du bist Kyras Hoffnung für die Rebellion? Die Kutschen uns frei. Was? Unglaublich. Wenn das Kind von Podarkes ist und Kyra das Kind ist, dann bedeutet das... Bei Zeus. Podarkes ist Kyras Vater. Sehr weise, Söldnerin. Wirklich sehr weise. Kyra muss es erfahren. Sie würde dir nie glauben. Niemals. Ihr ganzes Leben lang jagt sie den Mann, der Athena schickte, um ihre Martha vor ihren Augen zu töten. Doch Kyra haben die Götter verschont. Sie konnte fliehen. Sorry. Es musste sein. Das war zu lustig. Gut. Woher weißt du das alles? Ich war dort, Söldnerin. Ich habe die Kleine beschützt. Als die Athener versuchten, mich zu töten, konnte Kyra vorbeischlüpfen. Du warst daran beteiligt. Mein Name war Ortonia. Ich war Podarkes Dienerin. Was? Nacht für Nacht kam Kyras Mutter zu seinem Haus. Die Kleine wollte ihren Vater kennenlernen. Podarkes ließ sie mich fortchecken. Doch sie kam immer wieder, also schickte mich Podarkes mit einer Nachricht zu ihr. Die Warnung. Sie hat nicht gehört. Podarkes schickte mich wieder dorthin, diesmal mit Athena-Soldaten. Kyra muss erfahren, dass Podarkes ihr Vater ist. Aber ich sage es ihr erst, wenn ich es beweisen kann. Die Frau kam eines Nachts zu Podarkes Haus und bat mich, ihm eine Puppe zu geben, die Kyra für ihn gemacht hatte. Wenn Podarkes sie hatte, hat er sie vielleicht immer noch. Das können nur die Götter wissen. Ich finde diese Puppe. Jetzt weiß die Söldnerin, für wen sie arbeitet. Die Rebellen sollten es auch wissen. Ja. Deswegen wollte ich unbedingt, dass du mit der Bettlerin redest, weil die Story so krass ist, ja. Ist schon heftig. Wenn Podarkes die Puppe in seinem Haus versteckt hat, werde ich sie finden. So, und wahrscheinlich auch leise. Die Puppe ist auf Mykonos. Ach, die Puppe. Ah ja, ich habe sie entdeckt. Mit dem Röntgen-Drohnenauge, Adler. Beschaffe die Holzpuppe. Okay. Machen wir es aber leise, weil dann können wir später... später Rambazamba machen. Mit Sniper und so. Ich meine, da geht's ja auch easy rein. Ich mach mich unsichtbar. Der genau vor der Puppe steht, ne? Der Penner. Nein, Tobi, Sniper mache ich gerade. Okay, gut. Dann sag mir, wo die sind, ja? Ich schleiche jetzt rein.
Ach, der soll weggehen. Was macht der da eigentlich? So hier draußen wacht so eine Wache zwei. Oh, schön. Wäre doch viel besser. Ja, bist du müde? Bist du müde? Dann geh doch schlafen. Ich werde es niemand verraten. Was macht denn der? Ah, der sitzt. Der steht nicht vor der Puppe? Natürlich steht er vor der Puppe. Die ist doch da. Hm. Ja. Hättest du dich nicht umgedreht? Ich hätte dich verschont. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Ach ja, und jetzt kommt der nächste, ne? Ich pupse im Strahl. Nein. Entschuldigung. Gut. Vodakis hat Kyras Puppe behalten. Sie hat den Buchstaben P eingeritzt. Für Pate. Der Pate. Ja. Sarah, es ist, glaube ich, besser, wenn wir es wieder so machen, dass ich Sniper bin und du reingehst. Bist du mal... Danke. Nicht so laut. Hat Kyra das die ganze Zeit gewusst? Die Rebellen verdienen auch davon zu erfahren. Doch für einige bedeutet Blut alles. Sie könnten sie verlassen, wenn sie erfahren, dass Podarkis ihr Vater ist. Stimmt tatsächlich, die Rebellen können sie verlassen. Aber ich kann ja unter vier Augen mit dir reden. Wahrscheinlich nicht, weil das zu gut wäre, keine Ahnung. Auch selber Platz da. So. Aber ich hab's ja mit ihr jetzt eigentlich verkackt. Also. Ja, nochmal ein Ausrufezeichen. Wo ist. Scheiß drauf, ich gehe querfeld ein. Die Verstecke ist. Ups. In der Höhle. Schon klar. Aber wo ist nochmal die Höhle? Die war doch hinter so einem ziemlich offensichtlichen. Wasserfall. Sieht das? Ja, aber wieso ist da noch ein Ausrufezeichen dabei? Ausrufezeichen da. Naja, egal. Gut. Was passiert da jetzt? Also entweder die Leute verlassen sie. Und sie ist sauer auf uns? Oder sie ist sauer auf uns so? Nachrichten von Delos. Die Söldnerin legt gerne Feuer. Sie könnte die Antwort auf unsere Gebete sein. Wer bist du denn? Ich bin gerade sehr überfragt, was hier gerade passiert. Ach, und jetzt greifen mich wieder alle an. Es ist doch zum... Du
Hol mich an Neves Archin. Ja, ihr seid einfach zu dumm, eine Söldnerin anzugreifen, ja. Meine Güte. Ja, selber schuld, du Dummer. Du Dumme. Meine Güte. Die Athener sind schwach. Wir treffen Podarkes da, wo es ihm wehtun wird. In die Nieren? Der Typ so, oh Gott. Und Tobi, wenn da Leute dazukommen, dann musst du echt schnell ausweichen. Du hast mit zwei Schlägen einfach alle um dich rum. Ja, mit. Ich glaube, das ist auch wegen den Dolchangriffen, oder? Weil die sind ja. Round, also, ja. Ich bin der Typ. okay, warte, wir machen uns mal weg. Lass uns über die nächsten Schritte reden. Bisschen flirty am Anfang und dann reden wir ums Geschäft. Schön, dich zu sehen, Kyra. Ich freue mich auch. Seit du hier bist, glaube ich tatsächlich, dass wir diese Rebellion gewinnen können. Also, du sagtest, wir schlagen jetzt zu? Der Schatz der Insel wird an einem zentralen Ort bewacht. Wenn wir ihn finden und stehlen, mangelt es den Soldaten an Sold, Waffen und Essen. Dann wäre Podarkes endlich angreifbar. Dann stoßen wir unsere Klingen zwischen seine Rippen und verfüttern seine Leber an die Hunde. Bevor wir irgendwen an Tiere verfüttern, kannst du mich zum Schatz der Insel bringen? Unsere Spione haben ihn in der Festung Miltiades lokalisiert. Ich lasse Praxos die Truppen sammeln. Es ist besser, wenn nur wir beide gehen. Dann ist es leichter, unbemerkt rein und rauszuschleichen. Du willst mich ganz für dich allein, oder? Dann legen wir mal los. Der Sieg ist nahe. Ich kann es fühlen. Wir haben noch nicht gewonnen. Die Festung wird tückisch und die Götter können launisch sein. Die Götter haben dich zu mir geschickt. Ich glaube nicht, dass dein Tod in ihrem Sinne wäre. Also, was hältst du von unseren Inseln? Ich bevorzuge Mykonos. Auf Delos wird Blutvergießen nicht gern gesehen. Die Priester haben so viel Angst, Apollons heiligen Boden zu besudeln, dass man schwangere Frauen vor der Geburt nach Mykonos bringt. Was, wenn sie es nicht bis zur Küste schaffen? Bootskinder. Die Frage ist, warte mal, ich muss gerade mal was schauen. Warum, wieso zum Henker kommt der Söldner aus Kyros Versteck? Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Rebell. Okay, Warum sollte ich mit den Rebellen im Versteck über Kyra reden und nicht mit Kyra selbst? Das ist doch voll bescheuert. Naja, machen wir mal. Ich meine, die kommt ja jetzt mit. Oder doch nicht? Wir sollten uns bald neue zulegen. Sonst müssen wir laufen. Wer sagt das? Und als hätten die Geizhälse unser Geld dafür reinbehalten. Ich will nicht über die reden. Wo ist Kyra? Sie ist. Vermisst du mich schon, Söldnerin? Da bist du ja wieder. Kyra, ich habe dir etwas zu sagen. Dein Gesichtsausdruck. So ernst. Setz dich, entspann dich, trink etwas Wein. Wir sollten unter vier Augen reden. Alles sollten es wissen. Nee, ich rede mit ihr erstmal unter vier Augen. Ich glaube, das ist besser. Was ich zu sagen habe, ist nur für dich bestimmt. Folge mir. Jetzt gehört meine Aufmerksamkeit ganz dir. Was wolltest du mir sagen? Ich sage es einfach gerade heraus. Podarkes ist dein Vater. Soll das etwa ein Witz sein? Es ist kein Witz.
nicht sein. Kyra, es tut mir leid. Er hat mir alles genommen. Wie hast du sie gefunden? Ich fand euer altes Haus. Ich weiß von deiner Mutter. Ich höre sie immer noch schreien. Ein Sturm aus blauen Rüstungen und roten Klingen fuhr durch unser Haus. Ich musste durch Mutters Blut laufen, um zu fliehen. Ich bin nie dorthin zurückgekehrt. Das war auch besser so. Danke, dass du es vertraulich behandelst. Meine Männer müssen es nicht wissen. Noch nicht. Doch bitte geh jetzt. Ich muss jetzt allein sein. Gut, wir sehen uns draußen gleich. Puh. Ja, es war, denke ich, definitiv... Wo ist sie jetzt? Achso, sie wartet wahrscheinlich draußen auf uns. War auf jeden Fall besser so, das unter vier Augen zu machen.